Jo, moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zur Retro Rampage Season 2, das Finale. Nachdem wir es ja in der ersten Season auf 75 Teile geschafft haben, haben wir auch hier diesmal wieder eine schöne runde Summe, nämlich 50. Wir werden heute als letzten Titel International Karate Plus spielen, also im Sprachgebrauch IK Plus. IK Plus war seinerzeit ein Nachfolger, das wir hier ja auch schon gespielt haben, International Karate. Und das Game hatte einige neue Features zu bieten. Zum anderen das Offensichtliche, man spielte mit drei Leuten. Beziehungsweise es gab halt eben auch noch solche Sachen wie neue Bonusrunden, neue Moves und obendrein, ihr solltet, während wir hier jetzt spielen, mal eine Runde auf den Hintergrund achten. Weil zum Beispiel oben auf dem Tori kroch eben ein Wurm rum. Und all solche Sachen. Also das, da hat es einige sehr lustige Geschichten gegeben, die da auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht haben. Und ich habe diesen Teil ausgewählt, weil einerseits haben wir hier auch wieder ein C64 Spätwerk, das genauso auf dem Amiga erschien. Denn das wird die nächste Season sein. Wir starten mit International Karate Plus in die Amiga-Season. Und ganz im Ernst, wer ein Amiga gehabt hat und bei International Karate Plus nicht volle Kanne ausgerastet ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt will ich loslegen. Das Schöne an... Ups, aua. Das Schöne ist, dass wir nur Zweiter werden müssen, um weiterzukommen. Wir müssen nicht mehr Erster werden. Es reicht, dass wir den Letzten... dass wir den Letzten vor den Füßen hauen. So, das reicht. Und, alles Weitere ist das übliche, bekannte Spielprinzip. Was ich so ein bisschen... Aua! Okay, jetzt wird's eng. Hallo? Oh Mann. Ja, toll. Und jetzt bin ich auch schon drauf. Verdammt. Ist gut. Weg. Ne, ihr seht's, ne? Blue wins, red stays in, white is out. Darauf ein Schlückchen. Das ist mir auch egal. Ja, weiß ich selber. Halt den Mund. Oh, nö. So, ihr hört ja auch hier schon natürlich das, was, ouch, das, was das Original International Karate bekannt gemacht hatte, diese Pseudo-Sprachausgabe, ist natürlich auch hier wieder mit dabei, keine Frage. Und ihr werdet euch sowas von... Ah, meine Güte, ihr werdet euch sowas von... daran erfrischen können, wenn das Ganze auf dem Amiga läuft, wenn wir dann halt eben wirklich dann mit echter Sprachausgabe arbeiten. Das wird so geil. Das wird so geil. Da freue ich mich schon total drauf. Ich habe sowieso eine Liste zusammengestellt, die sich gekämmt und gewaschen hat. Das ist halt eben, während das hier meine Kindheit war, ist das meine Teenagerzeit sozusagen. So, jetzt hier. Bälle. Abwehren mit dem Schild. Verdammt. Oh Mann, was soll denn das? Auch dieser neue Sprung war richtig cool, ne? Dieser Handstand-Überschlag. Das war schon wirklich richtig knackig. So. Wolltet ihr mich platt machen, wa? Hab ich den erwischt? Oh, oh Gott. Gut. White and Red are equal second place. Das ist in Ordnung. Wenn wir beide komplett tot gehauen werden, ist das wurscht.
Oh, nochmal die Bälle. Ups, war die zweite Bonusphase nur auf dem Amiga? Das überrascht mich jetzt ein Stück weit. Macht aber auch nichts. Au, 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 au. Jungs, jetzt kommt mal runter. Ach gut. Nein! Habe ich mehr Punkte gemacht? Yes, White stays in. Gut. Ich glaub's ja nicht. Ja, nur ist gut. Ich brauche auch noch ein paar Punkte hier. Oh, das gibt's doch nicht. Genau, labert mich nicht voll hier. Der Kick war auch eigentlich total super, wenn man wirklich halt eben beide halt eben mit einem Kick aus der Luft fischen konnte, wenn es dann funktionierte. Und das wird so klasse auf dem Amiga. Wir werden Lemmings spielen, Wings of Fury und wie sie alle hießen. Oh, es wird so geil. Was war das denn? Und wir werden den legendären Sitz-Sound hinter uns lassen, wie wir ihn hier jetzt nochmal genießen dürfen. Und dann werden wir... den Mod-Sound auf dem Amiga genießen dürfen, den ich auch sehr geschätzt habe. Ah. Hey, du geht's aber los hier, oder was? Steh auf. Alter! Genau, weg. Ach nein! White stays in. Yeah, come on, Blue. Ey. Aufhören. So geht das. Kurz und schmerzlos. Ja, es sieht so aus. Es gibt die zweite Bonusphase nur auf dem Amiga. Also auf den 16-Bit-System. Nein! Ah, Mist! Verdammt! Gibt's doch nicht. Gut, ich bleib vorne. Sehr schön. A Mary Doty and always restomp the groin. Was halt eben schade war, man konnte International Karate Plus nur zu zweit spielen, obwohl es halt eben drei Spielerfiguren gab. Und das war eine Sache, die wäre natürlich dann richtig Sahne gewesen. Ich meine, ja, der dritte hätte halt eben die Tastatur nehmen müssen, aber hey, hätte wunderbar funktioniert. Okay, jetzt habe ich den Flow so langsam wieder. Okay, die Dinger sind fies, weil sie ändern spontan, nicht nach einem Pattern. Ah, verdammt. Also ändern sie die Höhe, wie sie springen. Ach komm schon, das hatte ich doch vor.
Okay, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Ah, die Musik, ey. Ich hab schon wieder sowas von Adrenalin, ne? Das mir aus Ohren, Mund und Nase läuft. Ja, sehr gut. Zwei Volltreffer hier. Setz dich gleich mal wieder hin, Kollege. Bleib mal schön da. Okay. Ach, es ist so echt so gruselig zu sehen, wie einem die sonst so katzengleichen Reflexe abhanden gekommen sind. So, weil ich habe nicht selten diesen Level, auch also diesen Bonus-Level auch tatsächlich bis zum Ende durchgespielt. Also von daher ist das... Nicht aufregen, alles wird gut. Nochmal, komm her. Hey, was soll denn das? Hallo? Jetzt geht's aber los hier, oder was? Ah, verdammt. Okay, und los. Ah, ja. Hätte ich vielleicht auch machen können. Mann. Ah, hey, hallo. Was ist denn hier los? Timeout, Timeout. Eieieiei. Verdammt. Na ja, los. Oh nein. Wie nennst du deinen Kampfstil, die dreckige Faust? Warum das denn? Weil immer dein Blut dran klebt. Ach, nee. Ach nein, warum muss denn jetzt... Was, drei Punkte? Hallo? Jetzt sag mal, Leute, könnt ihr vielleicht mal... Habt ihr eine Nadel im Arm oder was? Das ist ja unglaublich. Komm, einer muss noch. Na, was soll denn das? Mann, ich wollte doch noch Kopfnuss verteilen, Mensch. Kann doch nicht so angehen hier. Lasst mich doch mal die Kopfnuss zeigen. Eigentlich der geilste Move des ganzen Games. So, hier schön in die Reppen von hinten. Da kommen wir gar nicht hin. So, dann eben so. Meine Güte. Oh, super geil. Ich liebe diese Musik. Und wenn wir sie dann in, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, dann auf dem Amiga hören werden, das wird so fett. Ach Mensch, der kam doch hoch rein. Das hat man doch gesehen. Hallo? Hm.
Na los, steh auf, du Feigling. Dann machen wir es eben so. Da kenne ich ja gar nichts. So, erstmal den. Oh. Hallo? Ja, auch gut. Ja, aber das ging, ne? Alle sitzen sie da. Haben so ein bisschen Magenschmerzen. Was halt eben interessant ist, das Spiel war auf dem Amiga keinesfalls schneller, beziehungsweise hier langsamer, sondern von der Geschwindigkeit her gaben die sich nichts. Da war genauso Stimmung in der Bude, sag ich jetzt mal. Oh nein, jetzt geht das schon wieder. So, liegen bleiben, mein Freund. Yeah! So geht das. Weggefegt. Ah, verdammt, nicht schnell genug. Aber nicht so schlecht. Okay, der war dämlich. Ja! Ah, komm schon. Nein! Okay. Safe. Oh. Nein! Schluss. Reicht das? Yes, White stays in, Gott sei Dank. Okay, nochmal Bälle. Ah, verdammt. Nicht so schlecht. Hallo? Warum habt ihr es eigentlich immer zuerst auf mich abgesehen? Was soll denn das? Oh oh. Nein! Aufstehen. No. Okay, meine lieben Leute, das war's für heute für die Retro Rampage mit IK Plus und das war's für die Retro Rampage mit Season 2. Für diejenigen, die gestern Who Dares Wins 2 verfolgt haben, wissen, was jetzt kommt. Wir werden jetzt als nächstes dann dementsprechend mal ein bisschen Heinz spielen und wenn das dann geschehen ist, dann geht's los. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ich bin raus. Bis dann. Ciao.